heute stehe ich an meiner Angstkurve vom letzten Jahr, wo ich umgefallen bin, wo ich da drüben an der braunen Garage zum Stehen kam und eine Rippenprellung hatte. Heute bin ich über die Bushaltestelle gefahren. Axel fährt die Kurve mal. Ich war heute zu feige. Da kommt er. Also man kann die Kurve fahren, wie man will. Man kommt immer auf der Gegenfahrbahn raus. Ja, wir waren jetzt gerade in Igelbach an der Angstkurve von Domi. Ja, erzähl doch mal, was da passiert ist. Ja, bei der Anfahrt schon hatte ich ein ganz komisches Bauchgefühl. Mir wurde schlecht. Und ich habe erst überlegt, soll ich nicht? Ja, was ist denn da passiert? Was war denn da? Ja, ich bin die Kurve schon mehrmals gefahren, nicht nur mit der Afrika Twin, auch mit der NC, auch mit der BMW, die ich vorher hatte. Ich habe die Kurve im Prinzip nie richtig bekommen, nie. Immer nur so mit Hängen und Würgen, mit Ach und Krach. Und beim letztes Jahr hat es mich halt geschmissen mit der Afrika Twin. Da bin ich dann vor dem braunen Garagentor zum Stehen gekommen. Okay, den Fehler weiß ich, ich war zu langsam, habe vergessen Gas zu geben. Und habe mir ja dann eine Rippenprellung zugezogen. Und ja. Ja, und dein Gefühl heute? Mein Gefühl heute war Kategorie Feigling. Ich bin sie nicht gefahren, ich bin über die Bushaltestelle abgebogen. Und nee, ich habe mich nicht getraut heute. Ja, feige ist vielleicht auch falsch. Man soll ja immer das fahren, wo man sich imstande fühlt, zu fahren an dem Tag. Und nee, die Kurve war heute nicht meins. Also hast du heute den sicheren Weg gewählt. Ich habe heute den sichereren Weg Und es ist ja schon mutig, finde ich, sich dieser Angstkurve zu stellen, weil du hast ja ein scheiß Gefühl gehabt. Ein absolut scheiß Gefühl. Mir war auch heute wieder übel, schlecht und alles Mögliche. Ein Krummeln im Bauch. Nee. Ja, und was ist schon mutig, dass man sich dem aussetzt. Und naja, du bist ja dann gefahren, zwar über die sichere Seite. Über die Bushaltestelle. Und weil ich bin Timmersjoch gefahren, ich bin Svetejure gefahren. Aber diese Kurve verlangt mir jedes Mal extrem viel ab. Jo. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp, wie man die Kurve fährt. Vielleicht kennt ihr jemanden. Pfälzerwald, das war. Aber YouTube ist groß. Ich weiß nicht, ob es da ein Geheimrezept gibt, aber es gibt nur eine Möglichkeit, das zu machen. Richtig gucken und vor allen Dingen Gas geben. Das war, ist meine Einschätzung, dass du zu wenig Gas gegeben hast beim Hochfahren und dann zu langsam warst und dann nicht in Schräglage gekommen bist und dann einfach dann geradeaus gefahren bist. Das war damals mein Problem, ja. Und ich bin ja auch im Prinzip nicht umgefallen durch die Kurve, sondern ich stand ja an der Garage letztes Jahr und bin eigentlich dann nur umgefallen, weil das Vorderrad stand auf dem Gehweg, das Hinterrad auf der Straße. Mir haben ein paar Zentimeter gefehlt, der Fuß ging ins Leere und somit bin ich umgefallen. Also eigentlich kann die Kurve nicht mal was dafür. So, ja. Ja, die Kurve kann nichts dafür. Aber es ist halt drinne. Ja, und wie ist das Gefühl jetzt? Jetzt ist wieder gut. Ja, wir sind jetzt, ich zeige mal gerade hier die Umgebung. Wir sind hier an der Straße zum Johanneskreuz. Da, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, vielleicht können wir es später mal ranzoomen, ist die Abzweigung Richtung Elmstein-Igelbach, Elmsteiner Tal, die von hier aus frei zu befahren ist an den Wochenenden, sondern Feiertagen. Ansonsten ist das Elmsteiner Tal ja gesperrt. Und das hier ist die Straße zum Johanneskreuz. Ja, mitten im Pfälzerwald, wunderschöne Gegend, Motorrad, Eldorado, deshalb fahren hier immer die ganze Zeit Mopeds auf und ab. Ja, wir fahren mal weiter. Wir fahren weiter, weil es hat sich ein Regenband angekündigt. Ja. Von Südwesten, von Frankreich.
mein Moped und gucken mal, dass wir noch trocken nach Hause kommen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.